Hier ist Thorsten. Thorsten ist 41. Guten Morgen, Thorsten. Ja, hallo Jürgen. Hallo Thorsten. Ich freue mich ja, dass du durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Thorsten? Ja, ich hatte letzte Woche schon angerufen zum Thema Blut. Ja. Und bin halt eben nicht durchgekommen, deswegen bin ich jetzt dran. Mhm. Als erstes erstmal vorweg, so, also ich höre dich schon seit dem ersten Freitag nach dem 1. April 95. Also sag bloß. Seit fast Anfang an. Wie gesagt, also mein Thema ist halt eben, ich hatte einen Dreier mit meiner damaligen Freundin und ihrer Freundin. Ja. Und dabei ist mir dann mein Eichelbändchen gerissen. Das klingt nicht gut. Das klingt nach viel Blut und Schmerzen. Also Schmerzen gingen eigentlich noch. Also es war eigentlich hinterher eigentlich, also ich habe es währenddessen überhaupt gar nicht gemerkt eigentlich. Es war nachher eigentlich eher schlimm. Wie ist es denn genau passiert? Direkt beim Geschlechtsverkehr? Genau. Oder also, bei was anderem? Nee, also direkt beim Geschlechtsverkehr. Also mit deiner Freundin oder mit der anderen? Mit der anderen. Und wie hast du es gemerkt? Also es war eigentlich schon längere Zeit geplant eigentlich so. Und wir hatten es uns dann gemütlich gemacht, ein bisschen mit Kerzenschein abgedunkelt und so weiter halt eben. Ich war erst mit meiner Freundin und ich, wir sind angefangen so halt. Und nachher bin ich dann halt zu ihrer Freundin halt eben gewechselt. Mhm. Und als wir dann halt eben zugange waren, ist auf einmal halt, wurde es alles warm und feucht, so halt zwischen den Beinen und am Bauch und so weiter. Achso, du hast keinen stechenden Schmerz empfunden zunächst? Nee, also da habe ich gar nichts von gemerkt. Aber du warst dann richtig heftig bei der Sache, dass es gerissen ist. Ja, also es war, also ganz genau weiß ich es halt eben auch nicht. Also sie war halt eben auch eng gebaut. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie halt eben noch nicht feucht genug war oder so, oder ob ich halt eben zu gierig oder zu eilig rangegangen bin, so halt eben. Währenddessen Adrenalin und Endorphine, sage ich mal so. So, dann merkst du was Weiches und was Warmes und Feuchtes und dann? Genau, dass es feucht geworden ist. Genau. Ja, und dann haben wir das halt eben beide gemerkt halt eben und dann haben wir dann das Licht angeschaltet. Mhm. Ja, und dann war halt eben alles überall voller Blut halt. Ne? War denn gleich klar, dass du die Ursache bist? Hätte ja sein können, dass bei ihr irgendwas schief gelaufen ist. Also ich habe auch erst gedacht, oder also währenddessen hatte ich erst auch noch gedacht, dass sie halt irgendwie schon einen feuchten Orgasmus hätte oder sowas halt. Und dann, als wir das Licht angeschaltet haben und das Blut gesehen haben, habe ich erst gefragt oder gedacht halt eben, dass sie die Tage hätte. War aber nicht so. Ja, und dann habe ich mich untersucht und dann habe ich dann halt eben gesehen, dass es war so halt ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter. Riss halt, ne? Floss da ständig Blut raus noch? Es sieht halt, also ich bin Rettungsassistent, es sieht eigentlich mehr aus, als es ist. So halt, also gut, da warst du ja in eigenen guten fachkundigen Händen. Genau, also meine Freundin und ihre Freundin haben eine Krankenschwesterausbildung gemacht. Ach so, na gut. Besser geht's ja gar nicht. Das heißt, du bist nicht in eine Klinik gefahren? Nee, genau. Also das habe ich mir dann auch gedacht, weil ich denke, dass da, ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, dass da sowieso gar nicht viel großartig gemacht werden kann. Ich glaube, also Nähen und Klammern hatte ich auch sowieso keinen Bock drauf. Also lebst du jetzt ohne Bändchen? Ja, nee, das ist halt eben wieder alles verheilen. Ne? Ach, von alleine, es ist wieder zusammengewachsen. Ja, aber natürlich, weil der Spaß und die Erotik und die Geilheit war weg. War alles sofort vorbei. Also ihr war das halt auch super unangenehm. Ja gut, sie konnte ja nichts dafür. Ja, nee, aber es ist halt eben, trotzdem unangenehm war es halt eben. Nur ist Blut geflossen und ich gehe mal davon aus, dass ihr euch nicht geschützt habt, so wie du es gerade erzählt hast. Ganz genau. Das ist ja nur ein heikler Vorfall. Habt ihr euch alle testen lassen? Wir sind eigentlich im Prinzip, wurden wir sowieso regelmäßig getestet, so, ne? Mhm. Und das war, ich sag mal, ein einkalkuliertes Risiko. So ihr wurdet regelmäßig getestet durch euren Job oder warum? Genau, von der Arbeit. Ach so, ja. Mhm. Oder ich habe auch, Blutspende mache ich auch so halt eben, da wird man ja auch ständig getestet dann halt eben, ne? Das heißt, da war keine große Sorge, dass was passiert hätte, hätte können. Richtig, genau. Und ansonsten halt eben haben die beiden Frauen halt auch die Pille genommen. Mhm. Da war halt auch schon alles sicher, sag ich mal so halt, ne? Das einkalkuliertes Risiko. Wie lange ist der Vorfall her? Das ist jetzt so 10, 15 Jahre her. So. Also so lange schon. Genau. Ja, genau. Gab es noch mal einen Dreier danach? Also mit den beiden nicht. Aber überhaupt, das erste Mal dann Sex haben nach sowas, ist doch sicher ein bisschen unangenehm. Ja, auf jeden Fall. Also es war, es hat auch also bestimmt 4 Wochen oder so gedauert, bis es halt auch richtig verheilt war dann wieder so halt. Ich habe es zwischendurch halt eben sauber gehalten und beobachtet so halt.
Und ja, ne, dann beim ersten Mal schon ja, vorsichtig rangegangen, sag ich mal so halt. Ne? Verstehe. Also das ist nochmal eine Blutgeschichte, die relativ gut ausgegangen ist. Genau. Das ist so ganz schlimm. Ist noch im Nachhinein lustiger, als es direkt aussah. Ne? Danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast, Thorsten. Ja, gerne. Ich wollte wohl gerne noch ein Autogramm haben. Gerne. Dann leg mal auf und wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Okay, danke. Tschüss, ciao. Ja, ciao.